Jawohl, danke. Noch ein Charlie Chala zu reden, ist immer dann ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber Charlie, du hast es angesprochen. Die Lehrlinge heuer oder jetzt sind nicht depperer wie die, was vor 50 Jahren waren. Das sicher nicht. Aber wenn man sich rausgeht und in die Betriebe sich das anschaut, was zum Beispiel da schon gefordert wird von einem 15-Jährigen, der was jetzt zum Lernen anfangen will, dann muss er schon fast eine Matura haben, wenn man sich den Aufnahmetester so anschaut. Und da muss er ein bisschen runtergehen am hohen Ross und muss sich anschauen, wie alt das die Lehrlinge sind und was die kennen können. Wir müssen die ausbilden und ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich weiterentwickeln können und nicht glauben, dass es fertige Maturanten sind. Und ich gratuliere dir recht herzlich, Charlie, zu deinem Kindergarten. Das ist eine super geile Geschichte mit der 24-Stunden-Betreuung. Ich glaube, das ist ein Zukunftsblick. Ich glaube, dass wir das zukünftig in ganz Österreich brauchen, dass Frauen und auch junge Mütter endlich wieder in die Produktion arbeiten können und auch einen Knäuel verdienen können. Und nicht nur der Mann daheim das Geld verdienen und die Frau daheim die Kinder betreut. Das ist nicht mehr Stand der Dinge. Ich hab mir das Thema Bildung angeschaut und das ist ein sehr langes Kapitel. Und ich habe mir dann ein paar Punkte ausgesucht, die mir einfach extrem wichtig sind in der Jugend. Und da gehört unter anderem auf jeden Fall die Berufsschulthematik dazu. Wir haben in den Berufsschulen immer noch Overhead-Projektoren, wo mit Folien und Stifte auf so ein Lichtding geschrieben wird. Mittlerweile gibt es sowas wie PowerPoint. Also sowas braucht man immer, dass man das da irgendwie so mal dumm macht. Das hat fast mittlerweile jeder irgendwie ein Handy, wo man das auch die ganzen Unterlagen digital haben kann. Und wir müssen schauen, dass die Berufsschulen endlich modernisiert werden. Wenn man sich anschaut, wie viel Geld von unserem Bildungspot quasi in die Berufsschulen fließen. Das sind von 100 Bildungseuros, fließen 3 Euro in die Berufsschulen. Und das ist nicht der Schritt in die Modernisierung, das sicher nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wenn man in die Berufsschule geht, dann braucht man ja genauso ein Internat. Und wenn man in einem Internat ist, wenn man auf dem Bett liegt, auf die Decken schaut und da sieht man so einen schönen schwarzen Fleck, das nennt man Schimmel, das ist Tatsache. Es gibt immer nur Internate, die was unter aller Sau sind. Die können alle renoviert, die können alle erneuert. Weil was ist denn das bitte für Wertschätzung? Wenn ich dann schon 10 Wochen nicht daheim bin, dass ich dann nur in einem Internat schlafen kann, wo ich mir die ganze Zeit schon mehr einatme. Das kann es nicht sein. Wir brauchen eine Modernisierung und einen Ausbau der Internatsplätze. Weil wie soll das funktionieren, wenn ich in die Berufsschule fahre und ich nicht fix einen Internatsplatz habe? Wenn ich mir selber irgendwie umschauen muss, dass ich ein Hotel habe, dass ich in die Berufsschule gehen kann, weil ich irgendwie über 100 Kilometer in die Berufsschule fahren muss und keine Internatsplätze mehr da sind. Wir brauchen nicht nur eine Erneuerung und eine Renovierung der Internate, sondern auch einen Ausbau der Plätze. Und was auch noch ein großes Thema ist, das werde ich jetzt nochmal schnell mit einbringen, sind Teilprüfungen. Ich weiß, die große Lehrabschlussprüfung ist ein altbewährtes System und es hat immer funktioniert, aber wenn es einmal Entschuldigung, wenn du einen scheiß Tag hast, dann ist die ganze Prüfung für den Arsch. Und dann musst du es einmal rechtfertigen können in der Firma, warum du die Lehrabschlussprüfung nicht geschafft hast. Wir brauchen ein Modul oder modularisierte Teilprüfungen. Ich mache im zweiten Lehrjahr zum Beispiel eine Zwischenprüfung, da wo dann die ersten 2 Lehrjahre mal abgeprüft worden sind und dann kann ich mich aufs dritte und vierte konzentrieren. Wenn ich dann die letzte Prüfung habe ich dann nur mehr einen Teil. Und das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, wo wir ein bisschen einen Druck übernehmen können von der großen Lehrabschlussprüfung. Und ich glaube, dass eins einfach ganz wichtig ist, dass wir das ganze Bildungssystem sich nochmal genau unter die Lupe nehmen und genau drauf schauen, wenn wir da was verändern können, dass wir da auch mitreden können. Und ich glaube, dass wir die Richtigen sind, wir alle, was da drinnen sitzen, dass wir da mitbestimmen, wann das Bildungssystem verändert wird.